am Ende dieser 2 Stunden oder sagen wir mal die ganze Woche oder den ganzen Monat und meinetwegen auch das ganze Jahr, wie viel Geld hast du faktisch, kannst du für dich selber nachweisen, wie viel Geld hast du faktisch jetzt mehr in deinem Geldbeutel, weil du dir diese ganzen 100 Stunden reingezogen hast oder wie viele Stunden auch immer, diese ganzen Aktienkanäle? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und hier mal wieder ein neues Video auf meinem Mission Millionaire Kanal, wo es darum geht, um finanzielle Freiheit und letztendlich auch frei, grundsätzlich und glücklich leben zu können im Leben, was dazu gehört und meine Erfahrungen eben ein bisschen teilen, da ich auch schon zu den älteren Semestern gehöre. Ich gehe schon auf die 40 zu. In diesem Video geht es mal ja um Börsentipps grundsätzlich und warum wahrscheinlich Hunderte von Tausenden, vielleicht sogar Millionen von Menschen ihre Zeit verschwenden, weil sie irgendwelchen Börsennachrichten hinterher oder Aktienkanälen, sagen wir mal, am Tag 2 Stunden mit YouTube oder anderen Medien verbringen, um irgendwelche Nachrichten zu masturbieren, sorry, zu konsumieren. Ja? Und hier mal der allererste Tipp. Die sogenannten Börsentipps grundsätzlich. Also es gibt eine ganze Menge von Kanälen, die geben dann Tipps raus, damit du quasi reingezogen wirst in deren Kanal und das zur Gewohnheit wird, dass du den einfach konsumierst. Und du kennst es ja, abonnieren mit der schönen Glocke und dann vielleicht noch den Newsletter auch noch abonnierst und vielleicht noch Instagram auch noch und dann vielleicht noch Facebook und dann vielleicht noch diesen, noch den Podcast, ja, und super schön. Und der Kanalinhaber, der freut sich natürlich ungemein, ja. Und dann hast du vielleicht noch 2, 3 verschiedene Kanäle, weil du willst ja unterschiedliche Meinungen, ja. Du willst ja nicht nur die Meinung von einem und dann bist du quasi bis oben hin dicht. Und ich weiß, von was ich spreche, weil ich war dann nämlich mittendrin bis über beide Ohren und ich habe bestimmt, sagen wir, die letzten 10 Jahre wahrscheinlich 100.000 Stunden verbracht, ja. Weil ich einfach besser werden wollte zum Thema Geld grundsätzlich. Weil ich habe da sehr viele Fehler gemacht und auch, ja, ich darf das Wort Fehler ja nicht verwenden, habe ich vergessen. Also ich habe dort sehr viele Herausforderungen gehabt in meiner Vergangenheit und sehr viele Hürden musste ich da überwinden. Ja, ich darf jetzt das Wort Fehler nicht verwenden, habe ich von Pascal Faye gelernt in einem so seinen Videos letzte Woche. Okay, alles klar. Und diese sogenannte, also grundsätzlich mal, jeder Tipp, und das gilt genauso auch für das Thema Geld verdienen, also Online-Geld verdienen Tipps, Internet-Tipps und so weiter, als wie diese ganzen Börsentipps, ja, kaufe die Aktie oder das oder jenes und so weiter. Grundsätzlich ist da jeder Tipp, den du öffentlich im Internet erhältlich für dich ist, den du öffentlich im Internet einsehen kannst, hat schon allein aufgrund dieser Tatsache letztendlich seinen Sinn und Zweck verloren. Ja, wirkliche Tipps, was Börse betrifft oder Investments, also die wirklich ihren Wert haben, manche nennen es auch dann Geheimtipp oder so, aber die auch wirklich es wert sind, Tipp genannt werden zu dürfen. Die wirst du nicht öffentlich erhältlich haben. Und wenn ein guter Tipp, sobald ein guter Tipp öffentlich gemacht wird, ist eigentlich völlig logisch, ist er schon mit jeder Sekunde länger, wo der Tipp öffentlich ist, wird er immer wertloser. Es ist eigentlich so, so simpel und so, so logisch zu verstehen, aber dennoch fallen da 100.000, wahrscheinlich Millionen von Menschen drauf rein. Und das wollte ich einfach hier mal als ersten Tipp von meiner Seite sagen, verschwende nicht so viel Zeit mit dieser Konsumierung von diesen ganzen Kanälen und so weiter. Das ufert auch wirklich aus, muss man echt so sagen. Also wirklich jeder ins Dampf kommt jetzt hoch, Aktienkanal hier, Aktienkanal dort, ja. Die können alle gut reden wahrscheinlich. Also die Kanäle, die dann auch quasi stark steigen, die können alle, also rhetorisch sind die alle sehr gut drauf, wahrscheinlich auch analytisch, ja, also haben auch einen guten Inhalt teilweise.
Aber stelle dir eine Frage, nachdem du 2 Stunden lang Aktienkanäle konsumiert hast, masturbiert hast, wollte ich schon wieder sagen. Nee, konsumiert, sorry. Am Ende dieser 2 Stunden oder sagen wir mal die ganze Woche oder den ganzen Monat und meinetwegen auch das ganze Jahr, wie viel Geld hast du faktisch, kannst du für dich selber nachweisen, wie viel Geld hast du faktisch jetzt mehr in deinem Geldbeutel, weil du dir diese ganzen 100 Stunden reingezogen hast oder wie viele Stunden auch immer, diese ganzen Aktienkanäle. Versuch das mal wirklich nachzurechnen. Und wenn du es nicht nachrechnen kannst, hast du sowieso schon ein Problem. Ja? Und dann vergleich das mal mit dem, was du tust aktuell, wo du quasi Geld faktisch, also faktisch Geld mit verdienst, egal was es ist, und wie viel Geld das im Gegensatz wäre. Ja? Und das ist eine sehr wichtige Sache, die ich dir mal wirklich ans Herz legen würde. Dann mein zweiter Tipp ist, alles, was da draußen publiziert wird im Internet und seitdem es YouTube gibt und immer stärker auch jedes Jahr wird YouTube, es ist wirklich wie ein Tsunami, der da auf dich zukommt. Ja? Es gibt so einen Spruch, wir konsumieren 7-mal mehr Informationen als noch vor 50 Jahren, bewegen uns aber quasi 10-mal weniger oder sowas. Ja? Und viele haben einfach einen intellektuellen Blackout, ja, sind einfach komplett dicht hier im Kopf, ja. Und ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis. Und wenn du da draußen Videos siehst mit diesen 3 folgenden Wörtern, dann musst du immer ein bisschen hellhörig werden. Das eine ist einfach, sei es jetzt, oh, es geht um Geld verdienen oder Geld investieren, egal. Einfach. Das Ganze macht Spaß, es ist alles spaßig. Und schnell. Einfach, schnell und Spaß. Ja? Es gibt einige wenige Begnadete, die so talentiert sind, dass sie wirklich mit dem, wo sie quasi dieses Talent haben, extremst erfolgreich sind und Spaß haben gleichzeitig, aber auch die haben nicht immer Spaß. Ne? Das ist natürlich auch das, was siehst du vorne an der Oberfläche und was passiert wirklich im Hintergrund. Aber es gibt welche und das sind dann Musikanten, das sind Künstler in der Regel, viele Programmierer, ich kenne einige Techies, die sind einfach begnadet. Ja? Die müssen gar nicht viel lernen oder so. Denen fliegt einfach eine Programmiersprache zu. Ja? Und die werden sich auch nie, die haben sich noch nie einen Tag in ihrem Leben Gedanken darüber gemacht, wie sie jetzt Geld verdienen. Ja? Sie tun es einfach. Fertig. Ne? Und, aber das ist nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Ja? Die meisten müssen schwitzen und hart arbeiten und reinklotzen und Dinge tun, die nicht Spaß machen. Um im Lebensunterhalt, um Geld zu verdienen, um halt weiterzukommen im Leben, ne? Um halt ein bisschen Knete in der Hose zu haben. Ne? Also es ist in den seltenen Fällen so, dass Spaß und Arbeit und Geld verdienen immer zusammen passt. Ja? Also da immer hellhörig sein, wenn einer sagt, ja, Spaß, Spaß, Spaß. Ne? Das ist das Wichtigste, dass es Spaß ist. Leidenschaft ist wieder was anderes, denn du kannst leidenschaftlich mit einer Sache sein, die dir jetzt nicht unbedingt immer zu Spaß macht. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber ist sozusagen ein Warnsignal, ne? Wenn einer immerzu nur sagt, das Leben muss Spaß machen oder sowas. Das Leben ist nicht nur immer Spaß. Ja? Dann einfach, alles, was einfach ist, hat schon mal aufgrund dessen weniger Wert, ja? Denn mal angenommen, ein blödes Beispiel: die Kassiererin. Also ich habe das auch mal versucht, als ich Student war. Ich habe mich zu blöd angestellt dazu. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber die Kassiererin, die einfach die Ware durchzieht, oder wenn ich jetzt zum Rewe gehe und da stehen diese Automaten dorten, ja, wo man einfach die Ware durchzieht, ja, und
und dann einfach die Karte hinhält. Also gut, das ist das, was die Kassiererin normalerweise macht. Ware durchziehen, super einfach. Was verdient die Kassiererin? 10 Euro die Stunde. Ja? Das heißt, was verdient ein Ingenieur, ein Zahnarzt? Vielleicht 200 Euro die Stunde. Warum? Weil das, was er macht, ist nicht mehr so ganz einfach. Kann nicht mehr jeder machen. Das heißt, wenn da draußen irgendwelche Leute sind, die irgendwelche Investments verkaufen wollen oder irgendwelche Strategien oder auch Geld verdienen oder Marketing und Vertrieb und so weiter, egal was es ist, die mit dem Wort einfach kommen und das verknüpfen wollen mit Erfolg und Geld verdienen und Geld vermehren und so weiter, immer hellhörig werden. Es ist nicht einfach, ja. Es ist nicht einfach. Und egal, was du machst, ich kann dir eins versprechen, egal wie viele Trader du hinterher hupst oder Geldinvestoren oder Tradermacher oder Aktienkanäle, Aktien mit Kopf oder was das auch immer ist da draußen, die verdienen ihr Geld alle nicht damit, dass sie in Aktien anlegen. Auch ein Kolja Barkon von Aktien mit Kopf, das ist ein riesiger, beliebter Aktienkanal und alles, auch der verdient sein Geld nicht mit Aktien anlegen. Der legt Geld in Aktien an und man sollte auch ein paar Aktien immer mal wieder haben, ja. Aber damit verdient er nicht sein Geld. Ja? Der verdient sehr viel Geld damit, dass er über Aktien redet. Ja. Okay. Dann schnell. Ja? Das Wort schnell ist fast noch schlimmer wie einfach und Spaß, weil wir leben heute sozusagen in so einer schnelllebigen Welt. Also, wenn so Zug gepumpt mit Erwartungshaltungen, und ich glaube, das ist jetzt mal nur so ein kurzer Nebensatz, den ich hier mit reinbringen möchte. Ich glaube auch, diese Expansion an Drogen und Pharmazeutika und so weiter, Aufputschmittel, hat damit zu tun. Ja. Also, diese Erwartungshaltung. Diese unfassbare Informationsflut, diese Schnelligkeit, diese Schnelllebigkeit, was du gestern gelernt hast, ist morgen schon wieder fast wertlos. Ja, diese ganzen Social-Media-Geschichten, auch die ganzen Unsicherheiten, die damit herkommen und so weiter. Das ist meiner ein riesiges also gesellschaftliches Problem auch. Also da werden wir noch unsere Augenbrauen hochziehen, wohin das geht. Das zieht Kreise, da möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber was da umgesetzt wird, auch an Drogengeldern und alles Mögliche, was ja letztendlich damit zusammenhängt, denn Drogen, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, die mit Drogen Geld verdienen, die sind ja auch immer nur so reich, so viele wie letztendlich unten an der Basis diese Drogen konsumieren. Das ist ja dasselbe Prinzip wie mit Schokolade oder sonst irgendwas, ja. Der Konsument entscheidet letztendlich. Und ich glaube, es wird in Zukunft nicht weniger, eher mehr Leute geben, die dazu geneigt sind, sich irgendwie aufputschen zu müssen, um halt ihre Herausforderungen, wo sie glauben, auch haben zu müssen, das Auto oder sonst irgendwas, ja, Ferraris und alles Mögliche, oder die tollen Weiber nur zu bekommen, über irgendwelche Erfolge, ja, finanzieller Art oder beruflicher, oder es geht ja letztendlich meistens sogar nicht mal um das Geld als solches, sondern es geht immer um Status. Denn Frauen fühlen sich, also es gibt viele Frauen, die fühlen sich zu Status hingezogen. Gott sei Dank nicht alle, ja. Aber, und das ist halt alles miteinander zu tun, es zieht natürlich Kreise. Ja, das finde ich sehr bedenklich und ich bin jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, gebrandet, was dieses Drogenthema betrifft, weil ich habe nämlich auf Amazon Prime die Serie 4 Blocks reingezogen und da wird doch einiges dargestellt, was auch durchaus sehr realistisch ist. Also da geht es um diese Mafia, Libanesen und so weiter und die da halt so in Essen, Frankfurt und Berlin und so weiter halt sehr, sehr stark sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass es die überall gibt. Ja. Und ja, also nochmal kurz zusammengefasst, pass auf, wie viel du quasi an deiner kostbaren Lebenszeit dazu verbringst, dir irgendwelche Sachen reinzuziehen. Also du bist letztendlich ein Konsument. Jeder Mensch ist letztendlich ein Konsument. Und ist meine feste Überzeugung und es ist auch ein Stück Wahrheit wirklich, egal wie du es jetzt siehst,
Diejenigen, die finanziell oder auch mit was auch immer im Leben schnell an ihre Ziele kommen oder überhaupt erfolgreicher sind, wie auch immer man das jetzt definieren mag, schaffen es, ihr Konsumverhalten zu optimieren. Ich möchte es mal jetzt auf der Metaebene belassen, ja. Sei es jetzt, wie ich gerade gesagt habe, Alkohol, Zigaretten, Drogen oder sonst irgendwas. Genauso aber auch YouTube. Was schaue ich mir auf YouTube an? Wie lange schaue ich mir auf YouTube an? Ich habe mir zum Beispiel jetzt, dummerweise, habe ich angefangen, diese Vier-Blocks-Serie anzuschauen von TNT-Serie über Amazon. Und das Zeug macht, die sind so strategisch, diese Serien sind so krass gut gemacht. Das sind 3 Staffeln, die dauern insgesamt, ich glaube, 27 Stunden oder sowas. Und ich habe mir das Ganze innerhalb von 4, 5 Tagen angeschaut. Ja? Dass du nicht aufhören kannst bis am Ende, obwohl du eigentlich schon wissen müsstest, dass so am Ende immer alle sterben. Ja? Also, pass auf, besonders wenn du morgens aufstehst, sind die ersten Dinge, die du tust, egal welcher Tag der Woche. Ganz, ganz wichtig, denn häufig ist es so, wenn du mit einer Sache anfängst, YouTube, Social Media, E-Mails lesen, egal ob Business oder privat, dann hat das so eine Domino-Kettenreaktion. Du fängst einmal an, in YouTube was zu klicken, ein einziges Mal, und dann geht das ins das und 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 das. Und dann schaue ich auf die Uhr, heute Sonntag, dann ist es plötzlich 12 Uhr mittags. Und ich habe wieder nur irgendwelches YouTube-Gedöns geschaut und bin genauso schlau wie vorher, weil auch wenn ich mir, sagen wir mal, wertvolle Tipps auf YouTube anschaue, zum Thema Aktien oder zum Thema Business oder zum Thema Geld verdienen, Marketing-Tools, egal was es ist, wenn du das nur so passiv konsumierst, hast du am Ende nicht wirklich für dich einen Mehrwert geschaffen. Hast du einfach nicht. Du musst ganz konkret mit einem Bleistift und Papier, ja, hier mit diesen Zetteln, ja, oder mit einem ganzen Buch dich hinsetzen und ein YouTube-Video, was dich wirklich weiterbringt, egal in welchem Thema, dir mehrmals anschauen, dir Timer reinsetzen. Am besten, ich kopiere mir ein YouTube-Video meistens, das ich sehr gut finde, und ziehe mir das rein in mein Schneidetool. Das ist nochmal ein sehr guter Tipp von mir. So mache ich das für mich, optimiere ich das für mich. Und dann zerschneide ich mir dieses YouTube-Video, ja, also nicht reposten oder sowas, weil das ist wahrscheinlich gegen die Copyrights. Aber du kannst es ja aufnehmen und dann für dich zerschneiden, dann mit Markern besetzen, ja, unten Skripte hinmachen und dann dir richtig den Mehrwert eins so richtig rausziehen, dass du wirklich verstanden hast, was in dem YouTube-Video ist. Und dann habe ich am Ende 1 Stunde, 1,5 Stunden verbracht, habe mir aber nur ein einziges Video angeschaut, aber das, was in diesem Video drin ist, das weiß ich aber auch dann. Und das behalte ich mir auch und das kann ich dann auch.